Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trust and Betrayal hier mit der lieben Chico. Hallo. Hallo. Ich hätte beinahe Hexe gesagt. Das sind auch Mods. Da kenne ich mich auch nicht aus. Das wäre auch legitim, oder? Ja. Okay, gut. So, Amboss, Kiste. Genau. Das Ding heißt ja Luggage. Mhm. Wo ist er? So, wir alles gut wegräumen hier. Fünf Erfahrungspunkte, nur damit meine Kiste jetzt Wusel heißt. Ja. Okay. Aber Chester und Wusel, wie schön. Ui. Chester der Zweite. Wie heißt sie? Chester der Zweite. Ah, Chester der Zweite. Wusel die Erste. Süß. Wie sie dann jetzt zusammenfressen wollte. Ja. Ist toll. Lecker Kiste. Ah, die ist ja jetzt richtig hübsch. Hübsch bist du geworden, Kleiner. Oh. Erwachsen geworden. Ich glaube, die schnurrt. Ich brauche noch eine Katze hier. Ja, das glaube ich ist so eine kleine Challenge so für mich. Ich werde wahrscheinlich das ganze Ding nie mit irgendjemandem kämpfen, aber ich brauche wirklich noch eine Katze. Ich habe in Gestrandet schon keine Katze bekommen. Oh. Dann habe ich irgendwo einen Dschungel auf meiner Karte? Wir haben einen Dschungel, ja, der ist gar nicht mal so weit weg, aber ich weiß schon wieder nicht mehr, wo der war. Ich bin erst letztens dran vorbeigeflogen. Ein Mini-Ding eigentlich. Aber bis du da mal eine Katze findest, das ist grausam. Ich bin damals in Gestrandet. Ich glaube, ich bin 3 Stunden. Insgesamt dürften es sogar 4 Stunden gewesen sein. Im Dschungel gewesen. Mhm. Und habe auch noch auf der Zahns Minimap auch die Katzen aktiviert gehabt, sodass ich sehen würde, wenn sie auf der Karte auftauchen. Ja. Ich habe ein einziges Mal welche gesehen. Und ich bin den Katzen nur deswegen nicht hinterher, weil ich so blöd war und den Fledermäusen hinterher bin, weil die auch aussahen wie Katzen auf der Map. Oh Mann. Und seitdem habe ich nie wieder Katzen dort gesehen. Oh. Naja, aber immerhin habe ich einen Fuchs auf dem Kopf. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja. Ich habe in Minecraft bis jetzt auch nur ein einziges Mal eine Katze gezähmt. Das ist in Agrarian Skies. Das ist ja Skyblocks. Und da sind wirklich ungelogen 20 Ocelots auf dieser Kackplattform gespawnt. Mhm. Von daher musste ich bloß einmal einen Fisch in der Hand nehmen. Schon hatte ich 1000 Katzen am Arsch quasi. Cool. Ja, weil sonst sind sie immer weggerannt. Ich bin immer irgendwie zu ungeduldig für Katzen. Ich weiß nicht. Die mögen mich nicht. Zumindest nicht in Minecraft. Ja, das ist das Problem mit den Viechers. Mhm. So, was muss ich jetzt eigentlich noch machen? Aber vielleicht mögen die uns jetzt, weil wir Katzengene haben. Stimmt. Hm. Vielleicht. Und was hast du jetzt Schönes vor? Brauche Obsidian. Da? Und dann? Ich brauche vor allem Enderperlen, glaube ich. Enderperlen? Drei Stück. Wie viel brauchst du denn? Ich glaube noch eine. Für. Ich habe richtiges Zeug. Moment, ich muss jetzt ein bisschen. Ich könnte nämlich eventuell welche haben, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich mal richtig fliegen würde wieder. Was entsteht denn hier für ein Haus? Sieht irgendwie cool aus. Ist immer so spannend, wenn ein neues Haus hier wächst, aber noch nichts zu sehen ist, wem das wohl gehört. Mhm. Ist auch schon wirklich echt klasse, was schon für Häuser hier stehen. Das ist der Wahnsinn. Also das in der kurzen Zeit, das ist Hammer. Hättest ja mal mitbekommen sollen, hey, Gestrandet war ja das so extrem, was da alles gemacht wurde und total. Sulfur. Ich brauche Sulfur. Oh Gott. Ich mein Hauch. Hauch. Rohstoffknappheit. Ah, ich brauche Sulfur und ich brauche Blaze Powder. Oh nö, ich will nicht in Nether. Mag den Nether nicht. Ich mein Hauch. Ich glaube, ich bin schon wieder falsch. Da war ich doch gerade erst. Fliege ich jetzt da schon wieder hin? Oh. Mein Schreibtisch spukt? Ja, jetzt ernsthaft? Mein Schreibtisch spukt. Es hat sich gerade so angehört, wie wenn Katze da mit einem Kabel spielen würde, aber die Katze ist da gar nicht da herin. Oh, die ist draußen. Poltergeist? Oh, oh. Du bist schuld. Ja. Endlich darf halt hier, ne? Mit Hexen verbunden und so. So, ich muss doch da lang, an diesem komischen Haus vorbei. Ja, da ist es doch und schreit nicht. Oh, ey.
So. So Ah, ich kann klein, mich dass jetzt sie das mal sieht man. um meine Eulen kümmern. Ja, Wie, du hast Eulen. Eulen? Nee, noch nicht, aber ich bin auf dem Weg. Oh, ich brauche einen Hund, genau. Wie, Ah, es nee. gibt Eulen? Mit Eulen. Die muss man sich allerdings mit einem Ritual quasi herholen. Das ist ein wenig umständlich irgendwie. Genau. Und die sind so niedlich. Ich habe eine Enderperle. Ja. Wohl, behalt die Enderperle. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Eulen. Mein Buch. Was brauchst du denn für die? Ja, das muss ich erstmal nachlesen. Herbologie, was brauche ich denn? Ich brauche Gespa und ich brauche Crittersnare. Ah, ich brauche einen Zombie. Oh, come on. Oh nein, oh Gott, oh Gott, nein, oh Gott, ich brauche. Ich brauche eine Fledermaus in einem Safari-Netz. Das wird uncool. Es hört sich zumindest schon mal kompliziert an. Du musst vor allem mit diesem Netz, du musst diese blöde rumflatternde Fledermaus einfach treffen mit diesem blöden Netz. Das ist das Schlimmste daran. Ja, das kann man vorstellen. Vor allem, man muss sie halt auch erstmal finden. Weil dann, wenn du Fledermäuse brauchst, findest du definitiv keine mehr. Ganz genau. Das war ja Our bei grass uns auch and so, als empty wir uns chest. in Fledermäuse verwandeln wollten. Meinst du, wir hätten welche gefunden? Oh ja. No way. Das war bei uns auch ein mega Aufwand. Das war aber mega witzig irgendwie. So. Ritualloch. I need water. Water. Ja. Also. Also mit der Orientierung habe ich es jetzt nicht unbedingt sonderlich. Ich finde deine Wohnung nimmer. Ich bin so froh, dass ich so nah am Spawn gebaut habe, dass ich mich nicht verfliegen kann. Ach, das ist doch toll. Ja, also hier ist der Startpunkt. Oh, fuck. Ups. Immer wieder. Ich finde das so klasse. Also, Solltest du dir Brotkrumen streuen? Navi haben sie in mich definitiv nicht verbaut. Ja, also hier ist. Ich dachte, Also ich ich bin sehe ziellos dich. durch die Gegend. Hallo. Hallo. Ich sehe dich. Ich sehe, wo du hingehst. Denn da ist es doch. Ich wusste es doch, dass es da ist. Hallo Zombie. Hallo Zombie. Hallo Creeper. Bin sehr froh, dass die Creeper nicht mehr direkt explodieren, wenn man an den dran steht. Das ist sehr gut. Ach, die droppen auch Hirn? Oh Gott. Ui. So eine So. allgemeine Kramskiste. Wasser. Ach ja, genau. Für mein Ritual. Ich brauche Gras. Oh, scheiße, ich brauche Dirt. Dirt, hast du Dirt dabei? Ich habe Dirt? den extra in die Kiste zurückgepackt. Ah, ich habe Dirt. Okay, gut. Aber ich 14 könnte. Dirt habe ich noch. Okay. Wer klopft da schon wieder? Immer dieser Vertreter. Aua. So, Kiste, Kiste. Aber ich könnte die Enderperle schenken, weil ich brauche die eh nicht. Das wäre lieb. Ich weiß eh nicht, was ich mit der tun soll. Oh, da kenne ich viele lustige Sachen. Das habe ich befürchtet. Dankeschön. Bitte, bitte. So. Ich habe zu danken für meine tolle Kiste. So, jetzt brauche ich 4 echte Minecraft-Gras. Wo ist meine Schere? Was machst du da? Das zeige ich dir gleich. Ich mache gleich ein Gesper. Eine Pflanze, die Dinge halten kann. Quasi. So eine fleischfressende Pflanze nur anders? Ja, nee, nicht ganz. Es ist mehr so ein Lotusblatt, wo du was reinlegst, so in dem Sinne. Ach du meine Güte. Ich finde das irgendwie unterhaltsam. Man braucht ständig für allen möglichen Kram furchtbar viel Zeugs. Kann ich Es mir ist ganz schlimm. vorstellen. Minecraft-Gras, Kann Heilgras. Candelabra. Muss mal gucken, wie macht man das Ding? Ups, machen wir hier mal. Junggras. Kann.
Minecraft-Gras, wo bist du? So viel Mods. Wieso? Das ärgert mich, dass man bei manchen Items, wenn ich die so eingebe im Inventar, sodass ich die auf der Seite angezeigt bekomme, und wenn ich dann da rechte Maustaste draufklicke, dann müsste ich ja sehen, wie man das Ding baut. Eigentlich müsste es Linksklick sein. Linksklick ist, sehen, wie man es baut, und Rechtsklick ist, was man damit noch weiterbauen kann. Deswegen haut es manchmal hin und manchmal nicht. Ha, ha, ha. Oh Gott, danke Wieder schön. was gelernt. Ja. Yay! Die Oh, Lernstunde heute. oh Mann. So, 4 Minecraft Grass. Wo ist mein Aber manchmal kommt es auch vor, dass Mike? ich links draufklicke und dann kommt sofort so ein Textgedöns. Ach, so ein Textgedöns, das liegt, Ja. glaube ich, am Mod. So, so und so, so, das Ritual kann beginnen. Are you ready? Oh, verdammt. Hä? Moment. Irgendwas stimmt hier Nicht nicht. hoch genug? Warte mal. Nein, falsches Buch. Ja. Mutate this plant from tall grass and an empty chest. Hä? So ein empty chest. Darf ich dir sagen, dass der Truthahn auf deinen Kopf ziemlich komisch aussieht? Ach, den habe ich immer noch im Kopf. Stimmt ja. Ups. Weil man dein Gesicht nicht sieht. Na gut, aber ich Das mit dem darf nichts T-Rex. sagen mit dem. Oh, der ist knuffig, okay. Ja. So, Na gut, ich renne mit dem Grasper. Fuchs rum, also von daher. Aber der Jetzt ist doch T-Rex mal. tut mir leid, weil immer wenn du dann jetzt in diesem grünen Crystal Cover vorbeiläufst, haut er sich einen Kopf an. Der Ah, wetzt dir ja stimmt. jetzt schon an der Pock. Decke entlang. Pock. So, Linksklick? Nein. Warum geht das denn nicht? Hello? Aber ich habe alles richtig gemacht. Grass, Minecraft, ja. Tall Grass, oh nein. Tall Grass ist das. Moment. Das ist kein Tall Grass. Purified Tall Grass. Aber das ist das richtige Gras. Hä? Auch nicht? Das ist jetzt merkwürdig. Vielleicht weil darunter kein Gras generell ist, sondern ein normaler Erdblock. Guck gerade vor, Gasper plants are created by placing a chest over still water and surrounding it with its four sides with tall grass. Using a mutating spring, habe ich in der Hand, on the chest will cause the tall grass to be mutated into Gaspers plant. Aber da, ist Was das geht dann denn? das richtige Gras? Mutating Spring. Es gibt nur ein Vanilla-Minecraft-Gras. Weil Tallgrass da steht. Das hieß, glaube ich, früher mal Tall Grass, das heißt immer nur Grass. Aber Weil Grass? es gibt ein Purified Tallgrass. Ja, aber das ist bei uns so Aber es ist wieder was plenty. anderes, ne? Aber welches Ding? Ja. Nee, der Rest ist bei uns so plenty. Hast du schon gemacht? Das ist ja das Ding. Warum? So eine richtige Chest, Minecraft-Chest, Minecraft-Grass. Das ist merkwürdig. Okay. Aber Wasser ist drunter. Unter. Obwohl. Oh, nee. Habe ich das Wasser vergessen? Sieht so aus. Wo ist meine Axt? Ich glaube, das kann. Aber das kann auch hinkommen. Warum habe ich keine Axt dabei? Ja, das Das ist kein ist kein Wasser. Wasser. Ach, gut. Stimmt. Ich habe den Wasser einmal noch in der Hand. Dann kann es natürlich nicht funktionieren. So, jetzt Dachte man muss das schon, weil Ding das nochmal Wasser hier so komisch grün weg. war. So, was? Die Kiste platzieren? Ach Gott. Und Tating Spring und Kaching! Juhu! Okay. Gaspers! Wächst das jetzt oder bleibt das so? Das bleibt so. Jetzt kannst du zum Beispiel mit einem Rechtsklick auf das Ding plöpp da was reinlegen. Ah, okay. Und dann ist es da drin. Wieso habe ich das jetzt bekommen? Hä? Ich hab's in der Hand. Nee, ich habe das bekommen. Na da. Dann ist es, glaube ich, ein Bug. Weil ich auch. Schon wieder, jetzt habe ich zwei Scheren. Das ist wahrscheinlich ein Anzeigebug. Eine davon wird wahrscheinlich verschwinden. So. Da. Hinter dir liegen jetzt zwei Scheren. Eine davon sollte verschwinden, oder? Das ist ein Bug. Das weiß man immer nicht so genau, weil es gibt halt
ab und zu so ein. Wenn das ein Bug ist, dann müssen wir jetzt vermehren. Es ist nicht unbedingt ein Bug. Weil schade. Es ist manchmal ein Anzeigebug. Das heißt, man sieht die zwei Dinge auf jeden Fall im Inventar, kann sie auch hin und her schieben wie echte Items, aber dann irgendwann ist eines davon weg. Okay. Das so ich werde das bei mir zu Hause nachbauen. Jetzt weiß ich ja, wie das geht. Und wenn das hinhaut, boah, dann werde ich gleich. Erfahrungsfläschchen oder sowas. Mönelin und diesen ganzen Käse. So, als nächstes Critter Snare. Lustige kleine Dinger sind das. A mutated plant from elder saplings and a crop that and a zombie. Zombie, hey. Oh. Oh Gott. Okay, das heißt, suchst du einen Zombie? Ja. Und ich brauche Rings, habe ich, glaube ich, noch. Und, ach ja, ich brauche ein Spinning Wheel. Das ist auch lustig. Das ist vorhin total niedlich gemacht. Echt so ein kleines Spinnrad. So ein viereckiges Rad, was sich aber dreht. Okay. Ein Hamsterrad. So in der Art. Echt so ein kleines Spinning Wheel halt. Oh Gott, was brauche ich dafür? Oh je. Item Frames. Leder. Oh Gott. Habe ich Leder? Ja, habe ich. Puh, Gott. Hey. Du scheinst ja wirklich gut ausgerüstet zu sein. Ja, stimmt. Ich habe aus Versehen, aber was heißt aus Versehen? Ich brauchte Leder und habe ein paar Pferde geschlachtet. Oh. Es tut mir im Herzen weh, aber es droppen nur mal Leder und es waren keine Kühe da. Ja, Kühe sieht man hier sehr selten. Ja. Mir schon aufgefallen. So, schon wieder eine Tune Stone. Oh Gott. Ach ja. Der Diamantverbrauch ist aber auch extrem hier. Ich habe noch jede Menge, wenn es wäre. Ja, ich habe zum Glück noch habe ich genug. Ich habe Speed? Mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich schneller... Tatsächlich. Ich bin ja so schnell, wie wenn ich rennen würde. Hm. Da habe ich jetzt aber auch lange gebraucht, bis mir das aufgefallen ist. Yay! Cool. Gibt's hier... da muss ich jetzt mal gucken. Gibt's das hier oder ist das nur Hexet? Wie hießen denn die Dinge? Keine Wolle mehr? Ja, das, wenn ich jetzt wüsste, wie die Dinger hießen. Goldene Federn gibt es hier nicht, ne? Nee. Ach, das heißt, dann gibt es auch diese tollen Stiefel nicht. Nee. Och, Mensch. Das ist jetzt doof. Hast du zufällig ein paar Strings von den Monstern gekriegt, die wir gerade eben getötet haben? Nee. Verdammt. Also du meinst diese Seide diese Fäden von den Spinnen? Ja. Nee. Ich sehe hier auch gerade leider keine Spinnen. Gibt's ja. Ich finde das so cool. Stell ich denn das hin? Ach Gott, ich habe keinen Platz. Das ist so cool. Das muss in die Mitte des Raumes. Was denn? Ein Spinning Wheel. Ach, ich tue sie ein. Ach so. Brauchst du aber noch Fäden, oder? Ja. Kann ich. Also Moment, jetzt habe ich es mir doch theoretisch endlich mal gemerkt, in welche Richtung das ich fliegen muss. Und theoretisch. Zwar in diese. Ich fliege da jetzt hin. So. Ich habe jede Menge Scheiß in meinen Kisten, aber ich brauche davon nichts. Das ist das Problem. Wobei, ich könnte mir zutrauen, dass ich das Zeugs weggeworfen habe. Ist gerade Nacht draußen? Jo, aber keine Spinne in der Nähe. Macht nichts, ich brauche noch einen Zombie. Für meine Opferung. Kannst du dann einsammeln, oder wie? Ja, dazu gibt es diese Safari-Netze. Das ist quasi wie ein Pokéball. Au, was ist das? Ach ja, stimmt ja. So, jetzt muss mal gucken. Was ist ein Flamestring? Das droppen die Nether-Spinnen. Ah ja. Jetzt scheint mir gerade die Sonne ins Gesicht. Das ist nicht cool. Ja, ich habe Strings. Mehrere sogar. Das ist super. Ich habe noch eine Spinne gefunden. Gibt es denn sonst noch was du brauchen kannst? Frage. Setzlinge. Hast du Birkensetzlinge? Da glaube ich, kann ich nicht dienen, aber ich schau mal. Ich habe hier Ghostwood, Bamboo, Palm, Dark Sapling. Nope. Nee. Schade. Sowas habe ich nicht. Aber Belladonna Seeds. Davon habe ich genug.
Ja, habe ich mir Die braucht fast man gedacht. lustigerweise auch gar nicht so oft, wie man es vermuten könnte bei dem Mod. Nö. Dann komme ich zurück. Diesmal weiß ich, wo es lang geht. Glaube ich. Acht Stück, Also. oh Gott. Einmal hier der Nase nach. Wie viele Strings hast du? Acht. Wunderbar. So, was brauche ich Und denn einmal nach unten noch? fallen lassen. Yay! Elder Seven. Elder Elder? Okay, das war falsch. Das war auch falsch. Das war auch falsch. Ach, das ist doch Kacke. Ach, Menno. Irgendwo, ich glaube nicht. Oh, ich sehe gerade so wenig, weil diese blöde Sonne mir genau ins Auge scheint. Ach, Welche Mensch. Sonne? Ja, ich habe so genau einen circa 10-Minuten-Abschnitt am Tag, an dem die Sonne in mein Zimmer scheint. Ach so, Real-Life-Sonne. Real-Life-Sonne. Kenne ich nicht. Und es ist genau jetzt. Ich hasse Sonne. Ich mag Oh. keine Sonne. Ich bin so ein Mensch, ich, wenn Rollläden hab, dann bleiben die ewig zu. Oh Gott. Och, Ach, warte mal, ich wollte dir Mensch. entgegenkommen. Moment, muss ich nicht Was? darüber? Nee, das war auch falsch, oder? Komm mal zur Mitte, zum. Ah, da unten bist du ja. Bleib stehen. Hinter dir. Ja. Ach, da! Hallo. Oder? Nee. Ja, doch, Oder? hier hoch und dann schräg hier rüber. Das war falsch. Hier auf das Haus, auf dieses flache, lange hoch. Hinter dir. Hier, genau, und dann da. Zwischendurch. Oh, ich. Das ist. Ich kann mir das nicht merken. Da siehst du mal, was ich für ein Navi bin. Wahnsinn. Apropos, oh Gott, ich muss dringend endlich mal den Gras hier reinholen, weil die. Oh, danke schön. Bitte? Mein Altar wird nämlich durch Natur gepowert. Und wenn ich hier Gras als Boden reinsetze, ist mein Altar viel, viel stärker, als wenn er nur so hier steht, weil der Altar gerade draußen ist derselbe wie hier. Draußen hat er 1160 Energie und hier drin hat er nur 268, Das weil nicht gerade hier viel. alles aus Stein ist und keine Natur ist, außer das bisschen Grün hier. Und den komischen Kreis rundum brauchst du nicht mehr, oder wie? Nö, momentan nicht, da ich hier kein Ritual mache. Ah. Der Altar ist vor allem dazu da, um zum Beispiel so Sachen wie dieses Spinning Wheel hier zu bepowern, quasi mit Ah. Energie, also magischer Okay. Kraft oder wie auch immer man das nennen mag. So, oh Gott, Ach, ich muss so ein Platz machen. Spinnerad. Ah. Ja Platz gut, mein machen. Oh, ich hab Englisch doch ist nicht nichts das Beste. Holz. So. Holz wieder mitnehmen. Zack. Und so, jetzt ist das nächste Ritual. Und zwar Spinnenweben in die Mitte. Dann Elder Setzling. Und Zombie als Opferung. Da bloß drin. Rotating Spring. Ey. Zurück und. Runter. Ja, Moment. Einer mit dir. Bumm. Sind Das die sind Critter bissig? Snares. Die schauen bissig aus. Das sind sie auch, also mehr oder weniger. Da kann man nämlich, wenn da jetzt zum Beispiel. Die muss ich nämlich mit Fledermäusen füttern. Quasi füttern. Also, wenn da jetzt eine Fledermaus dran fliegt, dann schnappt die zu und fängt die Fledermaus in sich. Und dann machen die ganz, ganz fiese kleine, sehr, sehr verzweifelnde Piepsgeräusche. Das ist total grausam. Aber Gott, ich also brauch so wie sie. man es auch in echt kennt, dass sie dann, wenn sie sterben, so fiepen, oder? Ja, Oder genau. sind das Total nur andere? mitleiderregend. Das ist furchtbar. Oh, die Armen. Genau. Du bist ganz schön Es tut grausam. mir leid, es ist zum Wohle aller. Es geht um Eulen und die sind tausendmal niedlicher als Fledermäuse. Ach so, damit du dann Eulen fliegen kannst, Genau. oder? Ah, okay. Kann man die auch als Haustier halten? Ja, kann man. Wirklich? Die kann man zähmen und hinsetzen. Ja. Und man kann sie auch züchten. Das ist der Moment, wo ich es bereue, dass ich heute nicht 25 Stunden Zeit zum Aufnehmen habe. Ich muss sowieso erstmal Fledermäuse finden, vermehren und in die Critter-Snares reinkriegen. Also von daher, Die das dauert kann noch ein man bisschen. vermehren? Ja, mit es gibt einen Block, der heißt Autospawner. Da kannst du mit so einem
Mehrfach-Use-Safari-Netz, also Pokéball quasi, mit Strom, die vermehren, also spawnen lassen von diesen Dingen mit Kosten von Strom und so mehr Mob-Essenz heißt das, das kriegst du raus, wenn du Mobs durch einen Grinder schickst, also quasi automatisch töten lässt. Kommt da lecker Monster-Matsche raus. Ja. Ich merke schon, ich werde das nie lernen. Ja, ich Wahnsinn. Mache jetzt über ein Jahr YouTube und über ein Jahr mit Mods, also von daher, ich habe schon einen kleinen Wissenspool angehäuft über ja, das Jahr. Ja, man merkt's. Das ist ja gigantisch. Ja, es ist auch sehr viel Zeit, die man dafür braucht, um das sich alles einzuimpfen. Stundenlang YouTube-Videos gucken, nachprobieren und machen und hast du nicht gesehen. Vor allem, wenn die Mods neu sind, dann findest du zwar schon ein paar Videos, auch ein paar, die auf Deutsch sind, aber leider auch einige, die will man eigentlich gar nicht so wirklich sehen. Ja, okay, meine Quelle von allen Mod-Insider-Misten ist Direwolf, der ist auf Englisch, aber ich kann nun mal berufstechnisch auch von vorher sehr gut Englisch, also von daher ist Verstehen absolut gar kein Problem mehr. Das ist natürlich optimal. Mhm. Und der hat halt quasi Infos aus erster Hand, weil der nämlich ja mit den Mods zusammenarbeitet und immer direkt von denen alle Alpha-Versionen und Test-Versionen kriegt und deswegen weißt du über alles Bescheid. Oh, das ist natürlich gigantisch. Mhm. So, was sagt denn mein Strom? Ich glaube, das ist okay. Jo. Okay. Also musst du jetzt einen Pokéball craften? Ah, genau, dann muss ich die vier Enderperlen dafür verwenden, weil man muss nämlich aus... Oh, habe ich noch eine Gastträne? Bestimmt. Ich habe sehr viele Gast zum Weinen gebracht. Jo. Weil aus einer Gastträne und vier Enderperlen kriegt man nämlich so ein Safari-Netz Reusable. Mhm. Damit kann man nämlich immer wieder Mobs nehmen und wieder hinsetzen, und zwar für immer und ewig. Und die muss man eben auch in den Autospawner tun, damit der halt immer wieder spawnen kann. Ist ja klasse. Oh. Jetzt muss ich Maschinen bauen. Kiste. Hallo, Wusel. Wusel, diese Geräusche von den Kisten sind so geil. Nom, 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 nom. Aber nur, wenn die was fressen, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen. Vor allem macht der immer dieses Krupp, Krupp und zwischendurch diesen Nom, nom, nom. Habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Hallo? Es ist cool. Ich brauche das als SMS-Ton. Oh ja, stimmt. Das ist voll die gute Idee. Nom, 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 nom. Genau, als E-Mail-Benachrichtigungston für meine Gmail-Adresse. Jawohl. Schatz, ich glaube, mein Handy hat schon wieder einen Abonnenten gefressen. Nom, 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 nom. Sehr gut. Oh mein Gott. Ja, vor allem YouTube sind ja meistens nur Kommentare, Nachrichten und Abo-Mails. Von daher wird das richtig schön passen. Ich muss ich nachher mal schauen, ob ich irgendwo im Folder den Sound dafür finde. Bestimmt. Oh Mann. Ist dann der Sound vom Modpack schon, oder? Oder wo ist genau der, du da suchen musst? Ich glaube, du musst mal... Du kannst ja... Im Resource-Pack wahrscheinlich. Nee, nicht im Resource-Pack. Es ist, wenn du... direkt in den Ordner gehst, wo quasi unter Roaming. Weißt du, wie man beim normalen Vanilla-Minecraft ins Roaming kommt? Ja, ja, genau. Und da ist aber auch der Ding drin, der genau, Mod-Ordner. Genau, da ist das Ding. Das Ding heißt Punkt Technik. Ja, und genau. Da muss man mal bei dem Mod gucken, den Mod öffnen und dann in dem Verzeichnis, also guck mal unter Assets oder unter Sprites, irgendwie so, da muss irgendwo Ton sein. Dürfte nicht recht viel anders sein als im Vanilla auch. Ja, genau. Aber du... The time is running out. Very, very fast. Yes. Yes, well. Na dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.